Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus und es geht weiter mit Destiny DLC, Haus der Wölfe. Da starten wir nämlich jetzt komplett in die erste Mission. Und zwar ist die hier auf der Venus. Und zwar, ein Kelch steigt auf. Level 26 Story, oh Mann, da kann ich bestimmt den Schwierigkeitsgrad noch ändern. Haltet das Haus der Wölfe auf Venus auf, bevor ihr Kel Skolas, das Haus des Winters, unter seine Kontrolle bringen kann. Okay, er möchte das Haus des Winters, kennt man ja, Draxis, der Winterkel, möchte er auf seine Seite ziehen. Ich spiel's auf schwer, auf Stufe 32 hier, wenn dann richtig. Aber ich habe mich eben fast erschrocken, als ich hier die ganzen grünen Balken wieder gesehen habe. Dachte ich so, hey, ich hätte die doch voll gelevelt. Nee, ist ja jetzt Haus der Wölfe, jetzt kann man die hier upgraden. Legendären Sachen, da braucht man ätherisches Licht für. Habe ich natürlich noch nichts von. Aber hier die ganzen exotischen könnte ich zum Beispiel schon upgraden. Hier sieht man das, mein Yallahorn, ein exotisches Bruchstück drauf, zack. Und dann hätte ich schon eine voll aufgelevelte neue Yallahorn für das DLC. Werde ich aber später machen. Jetzt erstmal für die Story spielen auf Stufe 32 und es geht los hier. Yeah, erste Mission im neuen DLC. Ich freue mich. Mal gucken, was hier als Einleitung noch kommt. Bin ich mal gespannt. Hüter, ich kann es nicht abwarten, mit dir zu arbeiten. Ist schon eine Weile her, seit ich im Einsatz war. Selbst wenn es nur an den Comps ist. Die Wölfe werden von Skolas angeführt, dem letzten ihrer Kells. Er will die Kontrolle über ein anderes Gefallenenhaus, das Haus des Winters. Er wird ihre Anführer aus dem Weg räumen und selbst den Befehl über ihre Truppen übernehmen. Mit deiner Hilfe werden wir ihn aufhalten. Okay, so will er das Ganze machen. Noch nicht mal alle mit auf seine Seite ziehen, sondern die Anführer ausschalten und dann einfach die Armeen übernehmen. Dein Geist überträgt mir Telemetrie. Ich sehe, was er sieht. Warum machst du nicht eine kleine Spritztour mit einem der schweren Moskitogleiter? Warum? Und wo bin ich hier? Zur Grundausstattung dieser schweren Moskitogleiter gehören Minen. Habe aber keine Ahnung, wie man sie einsetzt. Schwere Moskitogleiter mit Minen? Das sind neue Fahrzeuge, glaube ich. Okay. Das sind ein bisschen anders als die alten. Das sind ja die blauen jetzt vom Haus der Wölfe, die Moskitos. Verfolge die Wölfe. Okay. Ich kann mit dem Triggern links und rechts ausweichen. Und dann kommt die Mine. Sieht man hier, zack. Andere Seite auch. Interessant. Die kleben sich ja so, sogar fast an die Gegner ran. Das ist ja nett gemacht hier. Ist auf jeden Fall ein ganz neues Gebiet hier. Das ist schon mal ein Pluspunkt im Gegensatz zu Dark Below. Alter, ist da ein Gefallenläufer? Alter. Mit einer neuen Bewaffnung oder was? Die Wölfe kontrollieren die Artillerie des Hauses des Winters. Das sehe ich. Schalte es aus, bevor sie es einsetzen können. Bevor sie es einsetzen können, ne? Die sind doch schon voll am Ballern da. Wow, wow, wow. Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug hier so die beste Möglichkeit da gegen den ist. Okay, es feiert noch mal schneller. Oh, doch, geht ja da doch ganz gut runter, der Typ jetzt. Da kommt... Ah, noch Kleinkram hier. Aber wenn ich hier hinter dem Stein bin, geht das eigentlich. Schieße ich ihn jetzt das Bein weg und dann müsste er danach schon so gut wie tot sein. Und ausweichen, ausweichen, ausweichen hier. Und den Schuss erst recht ausweichen. Den ballern wir mal auf den Haufen. Da kommt noch ein Landungsschiff hier. Also bei Dark Below, bei Dunkelheit Lauert im ersten DLC, da war das ja so, dass man trotzdem irgendwie in den gleichen Gebieten unterwegs war. Gut, auf dem Mond waren noch ein bisschen andere Dinger, aber auch nicht viel. So, der Bereich mit Krotas Seele war neu, Rasputins Bunker auch. Aber das waren halt immer nur so kleinere Bereiche. Der Anfang war immer das gleiche, wo man durch musste. Oh, oh. Ein ältesten Captain. Stirb, du Hund. Nein, nein, nein. Das kommt dann auch. Alter, jetzt wird es aber zu ein bisschen viel hier vorne.
Nein, 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 nein! Ah, mein Ding brennt. Komm schon, komm schon. Oh, oh, oh. Ich komme hier gar nicht zum Leben regenerieren, wenn ich hier von mehreren Seiten immer beschossen werde. So, der Captain ist jetzt weg. Das ist schon mal gut. Nein, nein, nein. Bist du hier... Ne? Alter. Ich fahr mal rum, dass ich vielleicht mal so mal ein Bein erwische. Oh, hier ist keine Lücke. Ah, 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 ah. Nicht getroffen, mein Guter. Der ist auf jeden Fall besser als der alte gefallene Läufer, weil er blau ist. Und er ist down. Eigentlich hätte ich mir ja hier mal Ethasaat reinholen können, wo ich schon 109 davon habe. Letzte Woche habe ich noch Gerichtsnachrichten überliefert. Heute liefern wir Explosionen. Ich liebe den Außendienst. Ihnen nach, Hüter. Jawohl! Die gefällt mir, die Frau. Ich nehme hier einen neuen mit. Der brennt nämlich jedenfalls nicht mehr. So, hier sind bestimmt auch noch Geister versteckt. Das Haus des Winters, die Teufel und die Könige, sie alle hassen Skolas. Sie glauben, dass er die Gefallenen am Dämmerbruch betrogen hat. Okay. Dein Geist entdeckt Spuren eines Stasisfeldes. Skolas befand sich jahrelang in einer Kammer. Könnte er sein. Es ist sehr auffällig, jetzt auch im ersten DLC schon, dass der Geist einfach mal nichts mehr sagt, ne? Der ist in den DLCs absolut stumm. Guckt euch mal an, wie die Servitoren hier aussehen. Ist das eine neue Art Panzerung für die, oder was? Alter, die sind auch anders. Haus der Wölfe, das sind ja voll die Technologie-Besseren hier von den Gefallenen. Die haben voll Kriegsmaschinen und so. Bam, Junge. Kannst du mal was fallen lassen hier? Ich spiele hier wieder mit dem Schicksalsbringer, den man jetzt auch noch upgraden kann für später, wenn ich da so ein ätherisches Licht dafür finde, ey. Beste Waffe für mich hier. Seltsam. Sie sollten sich bekämpfen. Wenn das Haus des Winters sich bereits vor Skolas verbeugt. Was dann? Skolas Kell des... Nee, doch. Kell des Kells? Von welchem Kell? Warte mal, ist das hier nicht der Bereich, wo ich... Wo man im Dingstrike immer war? Ja, man kommt nur von der Seite. Und da sage ich schon neues Gebiet und so, dann kommt man einfach von der Seite hier durch. Der textet die voll zu? Sie haben mich aber noch nicht bemerkt. Alles klar. Varix, Andy kommt mit dir. Der sieht ja cool aus. Ja, ja. In deiner Sprache sagte er, die Wölfe sind stark. Verbeuge dich vor dem Kell der Kells. Okay. Kell der Kells? Hat er sich selbst befördert? Ja, hat er. Eine Gefallenenlegende. Er sieht sich selbst als Prophet. Vielleicht. Oder er ist verrückt geworden. Verrückt, denke ich. Er ist abgehauen, ja? Aber der sah cool aus. Wo muss ich hin? Ich muss nicht ins Raumschiff, okay? Hätte ich gedacht. Ich wollte eben nicht gleich loskämpfen, weil ich ein bisschen dem Gespräch lauschen wollte. Das sind ja alles hier Story-Elemente, die ich nicht verpassen möchte. Was sind das denn für Dinger? Explodierende Schweber! Selbstmörder hier! Und hier sind die... Eine der neuen Webfallen. Alter, was sind das denn jetzt? Scharfschützen-Schweber oder was? Alter, die haben reingehauen. Guckt euch das mal an. Wow, wow, wow. Suchschweber sind das. Das sind echt Scharfschützen, ey. Hat man also auch ein paar neue Gegnertypen? Das kann ja was werden im neuen Strike, ey. Hinter mir ist noch gleich was. Also da wird ein Gegner angezeigt, da unten. Granaten. Warum seid ihr da eigentlich noch unten, ey?
Irgendwo ist da noch einer. Da ist er. Headshot. Okay, weiter geht's. Nein, 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 nein. Alter, schon wieder so eine böse Miene, ey. Die verlangsamt einen übelst. Ich habe die schon im Kosmodrom gesehen, als ich mir da den neuen Geist geholt habe. Granate, Mann. Ach, mal rein hier. Ja, zwei, ja, toll. Zweimal daneben schießen. Sniper. Oh, ein Engramm. Gehst du weg von meinem Engramm? Weh, du trittst darauf. Man sieht, die Schicksalsbringer geht einfach immer noch total gut ab. Da ist er ja schon wieder gewesen, da. Alter, der Weg da unten ist versperrt. Muss ich ihn jetzt hier bekämpfen? Alter, in dieser komischen engen Einbuchtung hier, oder was? Friss mal die Granate. Erstmal den Kleinkram ausschalten, ja? Okay. Mach die mal sichtbar, du feige Sau. Und noch einer. War's das? War der das? Verfolge Skolas. Nee, das war nicht Skolas. Das war irgendein Handlanger von ihm. Hm. Okay, die Laser sind weg hier in der Barriere. Wir kommen näher. Die Kryospur wird stärker. Was für eine Kryospur, ey. War der eingefroren oder was? Das ist der Kerl. Schalte ihn aus, Hüter. Ja, ja, ich glaube, der hat was dagegen. Was war das denn für eine Waffe? Das ist ein Landungsschiff. Und er ist verschwunden. Das Skiff hat bereits den Orbit verlassen. Kein Problem, Hüter. Wir werden ihn schon fassen. Es sind immer noch viele Wölfe da drin. Am besten wirst du sie los. Okay. Hier in der Höhle, meint sie? Oh, Wurfmesser daneben. Na, mach doch mal die Kiste weg. Es ist aber doch leider das Gebiet hier, was man kennt aus dem Winterkell-Gebiet. Oder Archonpriester auch. Aber es ist trotzdem interessant gemacht, muss ich sagen. Ein paar neue Gegnertypen auf jeden Fall. Da haben wir wieder so ein Wache der Wölfe. Kann auch nichts machen, wenn man ihn die ganze Zeit in den Kopf schießt. Der hat so einen neuen Raketenwerfer dabei. Hab ich erwischt. Und er ist am Feuer noch draufgegangen. Varix, was ist das? Versengungswaffe. Leistungsstark und in der Tat sehr selten. Jo. Alter, guck doch mal an, was da alles kommt. Bäm, Alter. Sag Hallo zu meiner neuen Freundin, die ich hier auf der Schulter habe. Oh, das war's schon. Oh, oh, Captain. Der ist runtergefallen. Nahkämpfer. Oh, der braucht zwei Schuss. Na, na, na. Headshot. Headshot. Tja, wenn ihr immer diesen Engpass hier kommt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr hier auf die Schnauze bekommt. Messer in die Nase, einfach mal so. Na, 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 na. Ich
Relikte Venus, yeah. Fimmsteinstränge musste ich noch sammeln. Okay, einen haben wir hier irgendwo noch. Wo versteckst du dich? Da, ich habe ihn gesehen. Es ist so ein Geächteter. Heißen die eigentlich Geächteter auch hier? Ja, ne? Ja. Und neue Musik hier im DLC. Was ist denn das? Was macht ihr denn hier im Loch? Oh, oh. Oh, oh. Alter! Wo kommt ihr denn hier schon wieder alle her? Guck doch mal, was ist... Alter, was war denn da hier schon wieder los? Eben habe ich da alles leer gemacht und dann plötzlich alles wieder voll. Wollt ihr mich veräppeln? Bin ich echt gestorben hier, Mann? Granate. Die Musik ist aus. Warum? Na. Nachladen. Ey. Mach mal hier keinen Stress. Oh. Beeindruckende Bewaffnung. Varix, was ist das? Ich muss mal kurz heilen, ey. Versenkungswaffe. Leistungsstark und in der Tat sehr selten. Ups, gegen ihn geworfen. Ah. Hätte ich nicht mehr ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben können, ey. So. Ich muss das hier nochmal machen. Aber wo die Gegner immer unten eben wieder hergekommen sind, das frage ich mich. Ich habe doch da alle ausgelöscht und auf einmal war der ganze Bereich wieder voll. So, jetzt kriegt ihr aber hier. Zack, zack. Ich bleib jetzt hier stehen. So. Die spawnen nämlich, glaube ich, da und dann kommen sie hier irgendwie raus. Man sieht, wie viel da sind. Ne? Da kommen sie jetzt nämlich rausgelaufen. Und die anderen kommen von da. Die haben mich nämlich überrascht. Aus der Höhle da sind sie rausgekommen. Okay. Das ist natürlich unschön dann, wenn man sowas nicht weiß. Die Gelben sind ein bisschen heftig. Oh, explosiv. Ah ja, da muss man auch drauf aufpassen, dass die Selbstmörder-Drohnen da auf einen Zug geflogen kommen. Sag mal Hallo hier zu meinen Hörnchen. Na, jetzt versteckst du dich. Hast du Schiss, ne? Wo ich mein Horn raushol. Tja. So ein Horn stecken sie nicht weg. Da spawnt noch eine Gruppe. Ey, wie viel kommen denn hier? Hey, die Granate hat ganz gut reingehauen da unten. Hau ab. Du auch. Na, no, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Alter Schwede, was hier auf einen losgeschickt wird, ey. Das ist echt heftig. Ah, er... Oh, noch einer. So ein Gelber, ey. Die nehme ich mir nochmal mit. Alter Schwede, ey. Das ist echt heftig. Wie viel hier kommen. Und noch mehr Gelbe.
Eigenartig. Für einen Augenblick empfing ich Wex-Energie. Überall in diesem Bereich. Großartige Arbeit. Ist gut, einen Hüter zu treffen, der meine Erwartungen übertrifft. Komm zurück ins Riff. Winter gehorcht nun Skolas und die Wölfe haben gerade erst angefangen. Okay. Winter haben wir also verloren. Oder was heißt verloren? Waren ja früher auch schon unsere Gegner und jetzt sind sie halt auch noch wieder unsere Gegner. Halt. Für uns ändert sich da nichts. Wir müssen die nach wie vor töten. Aber sie hat eben für einen kurzen Augenblick Wex-Energie empfangen. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Okay, das war ziemlich, ziemlich heftig. Also, präzise Killsquote 19%. War für den Arsch. Ein Tod. 18 Minuten für die Mission gebraucht. Wow, wow. Hat mir aber gefallen. War echt ein bisschen was zu tun. Gut, ich habe sie auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, wo sie da verfügbar ist. Okay. Und wir haben grüne Sachen gekriegt. Ein Engramm bekommen, ein blaues. Sind bestimmt schon neue Sachen drin. Kryptid-Dings. Ne? Einfach nur blaues. Nichts Besonderes. Okay. Wir müssen zurück zum Riff, wie man hier sieht. Die Quest abgeben und uns dann die neue abholen. Und ja, das Video kommt jetzt auf jeden Fall noch heute. Hier die erste Mission. Und danach werde ich erstmal hier in Ruhe weiterspielen, das neue DLC. Und werde euch natürlich weiterhin mit Videos versorgen und alle Missionen hier zeigen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, hier die erste Mission zu sehen. Komplett ungeschnitten live zum ersten Mal drin gewesen. Unvorbereitet, wie sonst was. Ja, und dann geht es im nächsten Video weiter mit Haus der Wölfe hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute, bis dann und klickt einen Daumen nach oben, würde mich riesig freuen. Ciao, ciao, Leute.